Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Salt and Sacrifice. So, ich weiß gar nicht, wo sind wir stehen geblieben. Ja, mal hier schauen, wieder reinkommen. So, ich kann jetzt diese Seilrutschen benutzen und ich habe den Enterhaken, ne? Genau, hier ist zum Beispiel eine Seilrutsche, die könnte ich aktivieren. Mal gucken, wo die uns hinführt. Aha, ist das eine Abkürzung oder so? Oder was ist das? Ah ja. Und die kann ich auch aktivieren. Noch eine Tür. Aha, noch eine Abkürzung. Wo komme ich dann hier hin? Ah, oh, ich glaube, das ist eine Abkürzung direkt hier runter. Das ist natürlich chillig. Und dann mache ich mal weiter in... Guck mal hier, Waren offen. Das kann ich dort direkt starten und dann direkt den Magier machen. So, es werden hier direkt mal Verbündete gerufen. Ich habe auch eine neue Waffe. Das Ding hier. Ganz nice. Colorenz ist da. Colorenz, was geht ab? Hallo. Und Pure Xena. War ein weiblicher. Let's go, meine Friends. Ach, guck mal, das ist sogar einer in diesem Gebiet. Leute, runter. Müssen wir. Runter. Glaube ich zumindest. Lohnt sich immer, alles mitzunehmen. Das habe ich schon mal gelernt bisher. Weg mit euch. In den Kopf. Weiche Ranke. Kraterstein. Oh, oh. Oh, da war eine Falle, mein Jutster. Muss aufpassen. Da ist er doch. Aua. Der blöde Sack, der nervt. Okay, jetzt nach rechts. Man sieht immer übrigens... Oh! Invasion. Invasion ist eigentlich immer gut, weil es gibt immer Free Loot. Oh, und ein Sheriff. Das ist so cool. Sheriff gekommen und eine Invasion. Das ist so geil. Man ist immer mit 1000 Leuten gegen so eine Invasion. Und der Sheriff kann sogar noch den Boss angreifen. Doppelt geil. Bin mal gespannt, wo die Invasion ankommt. Erstmal chillig. Oh, noch eine Invasion. Oh, da ist die Invasion, glaube ich. Oder? Doch nicht? Ich dachte, ich hätte da was gesehen. Ich glaube, der ist da, ne? Vanquished, was?
Aber. Und saufen? Er war immer noch das Problem, dass irgendwie die Kondition mir fehlt. Ach, ich glaube, Inquisitor Venn killed war der in die Invasion, oder? Kann das sein? Wäre auch der Sheriff weg eigentlich. Oben ist er lang, oder? Und dann wieder runter. Mal gucken. Oh, das ist so ein starker Gegner, glaube ich, ne? Das Gefühl, als wäre der ganz schön stark. Wo sind meine Kollegas? Spieler ist fort, okay. Noch was trinken, zur Vorsicht. Na, ihr Geld, sehr gut. Oh, guter. Macht den öfter. Besiegt. Schuldloser Splitter, immer gut. Da, Boss. Let's go. Warren Ovren, der übelste Hass. Den übelsten Hass habe ich. Den killt der mal weg. Ey, wir sind irgendwie vergiftet. Ich glaube, wir sind vergiftet, ne? Ja, machen weg. Alle drauf hier. Zack. Weg mit dem. Wieder Magier weniger. Die Venomanten. Natürlich. Ganzen Giftsachen bekommen. Ist, glaube ich, egal, was man da nimmt. Ja, die beiden sind fort. Let's go. Gucken, ob ich jetzt noch auf die schnellen Obelisken finde. Damit ich auch zurückkomme. Oh oh. Gar keine Zeit, mein Judster. Kratamin, bin ich nicht direkt wieder am. Bin ich jetzt nicht gleich Startgebiet? Ah, da oben ist ein Obelisk. Den nehme ich. Und zurück. Zurück bitte. Direkt leveln. Dürfen bestimmt wieder 2-3 Level sein. Ich glaube, jetzt Giftsachen oder so würde ich jetzt nicht nehmen. So, Levelaufstieg. Genau, was konnte ich denn für Fähigkeiten nochmal machen? Was hatte ich gesagt, wo wollte ich hin? Wollte ich zum Moloch? Hier Moloch braucht 3. Und hier oben war, guck mal, Schwert, Schild, Schwertklasse habe ich schon.
Dann würde ich vielleicht noch mal ein bisschen stärker machen oder so. Lebenskraft. Oh, es gibt schon zwei. Nehme ich mal. Und nochmal Lebenskraft. Gut. Jetzt können wir mal kurz gucken, was ich so gefunden habe. Nix. Nix. Nope. Okay, jetzt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder in Asche gehen soll. Aschenflug. Ich glaube, Bol-Geran muss ich jetzt weiter. Aschenflug habe ich, glaube ich, jetzt alles, oder? Ich glaube schon. Bol-Geran, let's go. Verbündeten rufen. Bogenschütze, Bogenschütze. Do the Gun Show. Let's go. Es geht ab. Es geht ab, my friend. Und Even Rope. Es geht ab. Ich glaube, ich hole den weg, oder? Ey, da haut der direkt beide weg. Das ist nicht gut. Ich dachte, ich könnte auswählen. Okay, das heißt, Kerze aus, alle weg. Ralf Ali? Was geht ab? Und Chelsea GR7 auch da. Keine Ahnung, wo wir lang können. Müssen wir mal gucken. Hier können wir jetzt lang. Perfekt. Kriecherhöhlen. Oh, zu spät. Magma-Erz, ich brauche Frostsachen. Für meine Waffe brauche ich Frostsachen. Ich habe 10k Salz, das ist halt auch krass, ne? Glaube ich. Muss vielleicht mal ein bisschen einkaufen gehen. Let's go. Oha. Ich bin wieder weg. Ach du Scheiße. Lass mich mit. Oh, Invasor. Rocketman 27. Oh, Kleriker-Sachen. Cool. Und einen gefunden. Was?
Folge hören. Oh. Was habe ich jetzt verkackt? Aua. Nee, nicht der. Ich will nicht sterben. Der ist guter Typ. Macht die ganze Zeit diese eine Attacke. Weggehauen habe ich dich. Runter mit dir. Alter, der hat voll die krassen Zauber und so. Zum Glück habe ich nur 1000 Salz mit. Ich konnte nicht genug, früh genug Schutz machen. Perfekt. Aber der muss doch auch eine bestimmte Anzahl an Magie haben und so, oder? Meine ich das nur? Ach, er ist weg jetzt? Weil er einen gekillt hat? Oder wie? Also solange er mich nicht killt, ne? Sag ich da nur. Mal wieder auffüllen. Hier war ich. Ich habe leider das mit der Dings verkackt. Ich kann. Was ist das? Ist das Magier? Oh, Magier entdeckt. Let's go, machen wir. Stufe 6, beginnen. Machen wir doch glatt. Was war das denn? Wurde halt direkt so gerackt. Vorne ist er. Alter, was sind das denn für Gegner? Richtig runtergeplumpst. Spieler ist fort, Ralf Ali. Der keinen Bock hat. Oder ist er tot? Resina 86, du bist es. Ich weiß es doch. Oha, bin ich geflogen. Muss voll oft angreifen, um den zu killen. Gekillt. Schön von hinten angreifen. Das ist immer gut. Weggehauen.
Oh, das nehme ich noch mit hier. Immer wichtig. Immer alles mitnehmen. Ich glaube, ich heile mich auch einmal. Alle drauf. So viel geilen Loot kriegt man hier. Die ganzen Steinsachen, die sind richtig gut. Die geben richtig Def. So als Moloch brauche ich das natürlich. Ein richtig krasser Moloch bin ich. Hey, da ist doch was, oder? So ein richtiger Moloch bin ich. Steinernes Rückgrat. Ja, Mann. Müssen wir lang? Na, nach unten und nach links. Da liegt schon wieder was. Man hätte sich jetzt, glaube ich, aber... Oh, ich glaube, er hat seine Waffe verstärkt. Ich glaube, jetzt gleich geht's ab. Was machen die? Wohin da lauft ihr? Ach so, die wurden schon besiegt. Aha, Boss. Stokarik, die unverrückbare Bastion. Ja, Mann. Der wird nice. Richtiger, das ist ein richtiger Moloch. Das bin ich später. Sagt euch. Sag ich euch. Alter, das hat mich aber gut Energie gekostet. Genau, schön von hinten drauf, mein User. Einer von hinten, einer von vorne. Ich schütze. Was kommt denn da rechts? Ey, die kämpfen gegeneinander. Wie geil ist das denn? Besiegen die sich gegenseitig? Ja, Mann. Killt ihn. Killt ihn. Ich gehe drauf. Sehr schön. Gucken, wie viel er gibt. Oh, 4000. Der Terramant. Will noch mit der Maya hier sprechen. Tschö. Danke, Leute. Jetzt nur schnell einen Ballisten finden. Na klar. Balliste! Wo bist du? Bastion? Balliste? Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Hier war ja nicht direkt einer. Wo kommen die ganzen Gegner jetzt her? Das ist ganz schlecht. Das ist auch ein bisschen doof, dass ich dann nicht direkt irgendwie sowas wie eine Gnade habe oder so. Oder ein Leuchtfeuer, wo ich dann direkt zurück kann. Wo finde ich denn jetzt so ein scheiß Portal? Oder habe ich vielleicht ein Item dafür? Könnte sein, ne? Irgendeins, was mich sofort nach Hause bringt? Dunstaufguss? Keine Ahnung. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Ah, komm, hier ist so einer. Lul. Drück zum Lager. So. Ich gehe erstmal zum... Erstmal hier beim Händler. Was ist das hier? Habe ich nicht. Artefakte stärken. Okay, Artefakte reinigen. Da habe ich ja einige. Also das kann ich machen. Ich weiß nicht genau, der zeigt mir ja bestimmt nicht die Dinger, die ich gerade ausgerüstet habe, ne? Aber die Level 1 Dinger kann ich auf jeden Fall mal machen und das hier auch.
Es würde mich wundern, wenn ich jetzt die, die ich ausgerüstet habe, gemacht habe. Ehrlich gesagt. Ja, habe ich nicht. Die sind safe. Und jetzt Erinnerungen verbinden. Legendäres Material. Nimm dein Verknüpfer. Mache ich, okay. Kaufen. 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 Artefakte stärken. Ah, guck mal, jetzt kann ich die hier stärken. Neu würfeln aber nur. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich weiß nicht, was Neuwürfeln heißt. Ist das immer besser? Ich weiß es nicht. Ich lasse es lieber erstmal. Und dann kaufe ich hier mal. Mehr hat er nicht. Ich konnte irgendwo Salz kaufen. Ich weiß nicht mehr wo. Und hier würde ich ja voll... Glücksbringer. Das ist auch das, was ich hier habe. Ne? Das ist Glücksbringer, oder? Glücksbringer Dolch. Der bringt gar nichts. Da müsste ich eigentlich mal überlegen, ob ich nicht mal einen anderen nehme. Leider steht hier nicht, was der bringt. Schon. Das wäre natürlich obergeil. Man, die beiden habe ich schon. Schwere Rüstung. Jetzt könnte ich das machen. Das wäre ich. Oder den. Ich muss mal kurz gucken, was ich habe. Ich habe den Feuerring, der macht maximale Gesundheit und der maximale Ausdauer. 8 das und der gibt 3. Okay, das ist halt echt witzlos. Ich würde den Ring gerne machen, damit ich weiß, wie viel der gibt. Herstellen, wie viel gibt der Ring? 10 körperliche Verteidigung. Ich glaube, das ist mehr als 3 Leben. Großhammer, Keule, Halbspeer, Langklinge, Wurfwaffe. Okay. Genau, was ist mit dem Dolch? Kann ich nicht machen. Ah ja, guck mal, hier die nebeligen Sachen. Geil. Leichte Rüstung kann ich eh nicht gebrauchen. Boah, die Sense, da ist sie. 200 Doppeldolche. Glücksbringer. Erholung deiner Ausdauer. Das ist auch gut, glaube ich. Beschleunigt die Erholung deiner Ausdauer, nämlich auch. Erhöht das Wutmaximum. Mhm. So, dann haben wir hier noch die ganzen... Ach, hier sind die steinernen Sachen. Geil. Habe ich hier eine... Schild und Schwerklasse 4, let's go, habe ich. Nehme ich mit. Und ich nehme den Dolch mit. Es gibt nur leichte Rüstung und schwere Rüstung. Finde ich ein bisschen schade. Aber gut. Okay, jetzt erstmal ausrüsten. Ich habe noch den Nebelring. Ich habe den hier, der gibt nochmal 3 Verteidigung. Das Amulett habe ich. Und ich habe die neue Waffe. Da. Angriff 29. Anstatt 19. Let's go. So, jetzt können wir direkt mal gucken, ob ich es noch verbessern kann. Doppelaspirium noch nicht gefunden, leider. Oh, guck mal hier. Direkt verbessern. Ja, Doppelaspirium bräuchte ich. Ja, jetzt habe ich aber schon mal wieder guten Boost bekommen, glaube ich. Wie sieht es mit meiner Tragen 31 von 35? Ja. Jetzt gebe ich noch mein Salz und so aus. Mal gucken, wo der Händler nochmal war.
Oder hier? Ich glaube, der ist das, ne? Kaufen. Er hat Rüstung. Hier. Schwerer Jutebeutel. Kann ich mir fast kaufen. Aber ich will ja das mit dem Salz, ne? Hier. Salzsplitter. 29. Hoffentlich kann ich alle auf einmal setzen. Bestimmt. Pack. Benutzen. Nee, nicht nur ein. Okay, ich leg's mal an. Okay, einer gibt 100. Ich habe 30, also 3000. Also schade, dass man nicht alle auf einmal setzen kann, aber gut. Ist halt so, ne? Wir denken wahrscheinlich auch nicht, dass man sich mal eben so 30 Stück holt. So, auf zum Leveln. Ich habe 2, das heißt mit dem Moloch 5 wird das eh nix. Da mache ich nochmal ein bisschen Angriff. Ich glaube, Angriff bringt jetzt richtig was. Schön Stärke verbessern. Krass, gibt ein 3. 0,3. Wieso gibt das so wenig? Skaliert das so schlecht auf Stärke? Wie skalierst du? Stärke-Skala E. Hm. Vielleicht wird das besser, wenn man noch... Stärke-Skala B. Ja, vielleicht wird das noch besser. Ich mach mal ein bisschen Stärke. Fertigkeitsbaum. Hier Stärke. Und Stärke. Vielleicht wird das irgendwann was, ne? Weiß man ja nicht. Bolgeran, let's go. Johnny on fire. Mal gucken, wie on fire der wirklich ist. Was geht ab, my friends? Keine Ahnung, wo wir lang müssen. Ich laufe den erstmal hinterher. So ein Zweihänder finde ich aber auch chillig. Ich glaube, ich hätte nicht Schwert- und Schildklasse nehmen sollen. Das für ein Geisha.
Voll random irgendwie. Alter, bin ich tief gefallen. Besiegt? Oh, da sind wir wieder bei der Sache, ne? Ich weiß nicht, wo meine Kollegen sind. Keine Ahnung. Boah, meine Ausdauer regeneriert sich jetzt viel schneller. Das ist crazy. Hier ist so Luft. Die kann ich bestimmt auch irgendwann mal verwenden, die Luft. War eine Invasion. Oh, Aspirium, sehr gut. Ich brauche Frostpirium. Oh, ein Sheriff. Das ist so cool. Verteidiger. Kommt eine Invasion, direkt kommt ein Verteidiger. Du bist nie alleine. Das finde ich schon sehr chillig. Spieler, irgendwas ist fort, dann kann ich mal nochmal einen rufen. Was mit diesem Irona-Erz auf sich hat, weiß ich auch noch nicht so ganz, glaube ich. Brim, das ist doch der Gegner, ne? Alle hinterher! No, erstmal einsammeln. Inquisitor Vanquished, ja, ist tot. Sehr schön. Tat weh. Oh, Irate Buffalo ist wieder da. Was heißt wieder? Ist halt da. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Die haben mich einfach allein gelassen. Oh, die Attacke war krass. Mhm.
Krass, wie wenig Schaden ich mache bei dem. Boah, voll viele schuldlose Splitter habe ich. Das war lang nach oben. Oh, guck mal, wer da ist. Ist einfach stehen geblieben. Hauen wir den mal weg. Geil. Das schmeckt. Ich weiß gar nicht, wieso hier Magier aktiv ist. Ich habe gar keinen Magier gerufen, weißt du? Irgendwie ein bisschen komisch. Müssen wir lang? Nach oben. Schon wieder eine Invasion. Blauherz-Invasion. Hä? Ihr killt. Wolkige Vene. Hui. Das Gute ist, wenn man auf dem Boden liegt, kann man nicht angegriffen werden, aber trotzdem regeneriert sich die Ausdauer. Au. Au. Alter. Jetzt sterbe ich hier an so einem Mini-Ding. Geht weg von mir. Nee. Oh, gekillt. Das ist sehr gut. Alter. Die haben mich die ganze Zeit angegriffen weiter. Ich bin einfach gestorben. Was soll ich denn da machen? Gut haben die geholfen, die Kollegen. Das ist das, was ich meinte. Bei Dark Souls hast du halt immer die Möglichkeit, im dreidimensionalen Raum irgendwo hinzuspringen und dir Schutz zu suchen. Wenn links und rechts von dir Gegner sind und dann ist da noch Abgrund, du hast keine Chance wegzukommen. Es ist so verzwickt manchmal. Das ist manchmal echt schwierig. Zum Glück sind meine Seelen hier direkt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich den Magier bekommen habe. Die Magierseele, aber ich denke schon, der wurde ja gekillt, ne? So, den Boss hier habe ich ja schon mal besiegt. Der darf er. Genau, das. Oh. Das Gefühl, wir laufen im Kreis. Sie werden den ganzen Weg runter. Ey, schafft man den Sprung nicht? Nee, schafft. Oh, der tat weh. Was ist denn mit denen?
Wir gehen wir doch zurück zum Startgebiet, oder nicht? Weil ich weiß auch nicht, wo lang. Hier war ich ja gerade. Aber ich bin hier nicht weitergegangen. Keine Ahnung, also hier habe ich das Gefühl, wir laufen im Kreis. Da war ich doch gerade. Das war der Boss, wo ich meinte, den habe ich schon besiegt. Und da muss das hier aktiviert werden. Wie kommt man hier rein? Seid keine Hilfe, Jungs. Ha! Hier geht's weiter. Lässt sich nicht öffnen. Kommt man hier hin? Ödnisebene. Aha. Okay, verstehe. Und hier komme ich noch nicht. Bringt mir noch ein Magierherz. Okay, okay. Dann geht's hier weiter. Exotisches Band, chillig. Lol, da war ich schon mal. Und jetzt? Silber Aspirium. Oha. Sehnsüchtiger Hauch. Ich wünschte, ich wüsste, was die ganzen Items machen. Kriecher hören. Ich glaube, hier war ich auch schon. Überall. Oh, viel Magma-Erz, was ich hier finde. Das war ja ein schön gefährlich, der Sprung, den ich da gemacht habe. Doppelaspirium, dreimal.
Perfekt. Das brauchte ich. Das habe ich sogar schon mal aktiviert. Bin ich hier schon mal lang? Ich hasse Roguelikes. Mittlerweile muss ich sagen, ich hasse sie. Ich blick sie einfach nicht. Einfach zu schwierig für mich. Mir das alles zu behalten. Wo ich schon war und wo ich noch nicht war, wo ich lang muss. Viel back and forth. Ich glaube, ich bin da mal links, ne? Ich gehe mal hier unten lang. Wo ist der jetzt lang? Ach, das habe ich ja mal frei gemacht, ne? Glaube ich. Das habe ich mal activated. Der war da oben. Wo sind wir denn jetzt? Das ist ein starker Gegner. Alter. Glaubt, der war stark. Ach, Spirium Trio. Glaubt, das ist gut. Raschelwurzeln. Digga, das will ich am liebsten direkt. Das ziehe ich direkt an. Schwere Rüstung 3. Dafür habe ich schwere Rüstung genommen. Guckt euch an, das sieht chillig aus. Viel schwächer. Aber Alter, sieht das nice aus. Jetzt sehe ich geil aus. Alter, sieht das fresh aus. Keine Ahnung, wo meine Kollegen sind, aber chillig. Einsammeln. Das Gefühl, gleich kommt hier so ein richtig fetter Boss. Ein richtig fetter. Alle drei geflogen. Wie geil. Richtig schön in die Falle rein. Fühle ich. Guck mal, hier war der Magier, den habe ich dort gekillt. Krass, genau, hier war ich schon. Da war der Magier. Ach, die kommen wieder. Okay, gut zu wissen. Dann bin ich der Nächste. Danke, dass ihr den Host nicht vorlasst. Wie lange dauert das? Ah, da kommen sie wieder. Okay, chillig. Was hier? Schimmernde Knospe und Runenstreitkolben. Chillig. Ich meine, von hier bin ich gekommen. Da ist ja der Magier. Den habe ich hier. Verlassene Schlucht. Aua. Ah, guck mal, hier komme ich durch. Natürlich. Let's go. Tempel von Bol Geran. Ah, Boss. Der unermüdliche Erhabene. Schutz. Bist du selber, ne? Erstmal Schutz. Schön von hinten draufballern. Heilen.
Oh, Schaden bekommen, glaube ich. Ich glaube, ich muss auch mal mit in den Kampf. Ich habe ja so eine gute Dev. Ah, nicht übermütig werden. Kurz heilen. Nochmal heilen. Zu einer. Zum Apfel. Und drauf. Drauf. Drauf! Nochmal einen Apfel nehmen. Ha! Besiegt. Wie viel gibt der? Der gibt bestimmt übel viel. 9k. Der Erhabene. Mega nice. Mega chillig. Komm, jetzt bitte direkt eine. Da geht's nicht lang. Bitte direkt ein Teleporter. Da kommt ein Gegner. Ich habe nichts zu. Bitte, hier will ich nicht sterben. Bitte nicht. Ich bin weg. Nochmal heilen. War hier irgendwo so ein Ding. Ich habe nichts zu heilen. Hart auf hart, gehe ich gleich einfach zurück. Mit dem Trick. Hier war. Ah, hier war das. Ich erinnere mich. Ey, ist hier bitte ein Obelisk? Bitte. Hier war kein Obelisk, ne? Ich glaube, ich mach Trick. Spiel beenden. Ja. Und dann bin ich nämlich wieder in der Stadt, ne? So war das doch. Weiter. Es gibt bestimmt noch irgendwie einen anderen Weg zurück, aber das ist Trick. Nice. Jetzt erstmal gucken. Genau, erstmal gucke ich, was ich für. Habe ich irgendwelche Sachen auch einfach gesammelt? Ein Ring? Nein. Oh, da habe ich wieder neue Sachen. Da nix. Da auch nix. Den kann ich ja direkt hier wieder verhökern, ne? Reinigen. Verbinden. Den. 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 Okay, soweit so gut. Dann verbessern. Aspirium. Aber mache ich erst den Kopf? Ich glaube, ich mache erstmal die Rüstung, oder? Ah, guck mal, ich kann Kopf und Rüstung machen. Ich müsste irgendwo. Boah, nice. Oh. Ich müsste irgendwo Aspirium kaufen können. Das wäre gut. So ist meine Skalierung jetzt eigentlich besser. Ich habe ihn dreimal gestärkt. Immer noch eh. Krass. Ich hätte gedacht, dass es jetzt viel stärker ist. Ich gehe jetzt mal auf Moloch-Klasse. Über 40. Gut was geschafft heute. So, jetzt direkt die Moloch-Klasse hoch. Hier hinten. Moloch-Klasse 5. Let's go. Jetzt habe ich 38 Tragen. Jetzt kann ich nochmal auf Angriff gehen. Stärke. Gibt jetzt plus 0,5. Schon mal ein bisschen besser, ne? Zack. Nice. Und dann würde ich sogar sagen, das war's für heute. Like gerne das Video, wenn ihr mehr von Salt and Sacrifice sehen wollt. Gerne in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Tipps und Tricks habt. Lese ich sehr gerne. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.